Ja, herzlich willkommen hier zu Part 4 von Daylight. Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen, was das für ein Spiel war. Es war The Daylight, ja, das Survival Horror Game. Ja, letzten Part haben wir unseren Voodoo Teddy gefunden. Und jetzt suchen wir mal das nächste Rätsel, was uns hier erwartet, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Oder spüren. So. Also es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr verwirrend hier, weil ich weiß ab und zu nicht mehr, wo ich bin. Ja, hier ist die nächste Tür. Gehen wir jetzt mal durch die Tür. Nein! No. Wer hat jetzt hier geschrien? Oh, guck mal. Babykrippen. So, genug gewudert. Wir laufen jetzt weiter und gucken jetzt mal, wo wir den nächsten Anhaltspunkt finden hier. Ja, wo laufen wir lang? Wo laufen wir lang? Hier nicht, also da lang. Da sind wir durchgekommen. So. Da raucht's. Es raucht. Mann, ist das verwirrend hier. Aha. Aha. Mr. Peer, Pflegerin Forster, hat sich gegenüber beklagt, dass Krankentee. Ja, ich kann jetzt hier nicht lesen. Ich sitze nämlich schief hier im Sendestudio. Ich habe Besuch. Die machen sich hier wieder dick. Lass mir gerade noch so viel Luft zum Atmen. Aber was kennt man ja schon hier von The Outlast und Daylight. So, wo ist denn hier der nächste Anhaltspunkt? Nein, 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 nein! Wo? Ah! Blöde Kuh. Blöde Kuh, blöde Kuh. So. Ich bin mir sicher, hier war ich schon mal. So, jetzt gehen wir mal eine Etage höher. Sieht ganz gut aus hier. Ist noch die Türe zu. Ja. Wo gehen wir lang? Schritte. Das waren doch jetzt Schritte. Ist das... Ja, weiter hoch können wir nicht mehr. Wir sind schon ganz oben. Könnten wir vielleicht hier in den Schrank noch gucken? Jo, Leuchtstäbe. Perfekt. Werden wir gleich mal einen benutzen. Na! Ja. Gucken wir jetzt mal hier die Schubladen durch, ob wir hier irgendwas finden. Mhm.
Schreckliche Musik. Kann nichts Gutes heißen. Ja. Ich fühle mich so beobachtet hier, das ist... Das Sigil ist hier! Huh? Wer ist hier? Es ist... Nein! Komm her, du alte Knusperhexe! Wo bist du? I can barely see. Ich kann's kaum glauben, ja, das geht mir auch so. Ja, das ist ein guter Radheuer. Irgendwo ist die, irgendwo ist die. Aber wo? Ja, hier drin waren wir schon mal. Es spukt und ich kann es nicht sehen. Gut. Jetzt ist die Frage, wo ist die? Wer ist da? Wo ist der nächste Hinweis? Nein! Nein! Ja, verschwinden wir. Und jetzt kommt sie mal am Arsch. So. Ja, zumindest werden die... Wird es schlimmer hier. Ich schätze mal, wir haben irgendwas geweckt. So. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Anybody there? Schreit mich hier an. Einfach verstecken. Das wäre das Beste. Komm raus, du alte Knusperhexe. Ich sehe die nicht. Aber die sieht mich. Ja. Ich habe ja keinen Plan, wo ich hin muss. Ich gucke jetzt nochmal auf meine Karte. Ja! Spukt schon wieder. Das sieht gut aus. Ich glaube, die verfolgt uns hier. Dieses... Was? Wo ist sie denn?
Ich werde verfolgt. Aber ich sehe sie nicht. Das ist das Problem. Es muss hier irgendwas sein. Was sie beschützen will, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier ist noch eine Türe. Wie jetzt? Ja, jetzt sagt mir mal einer, wo der Weg ist hier. Sie ist hier. Ich merke es. Sie beobachtet uns in der letzten Ecke und lacht sich tot. So, ich würde mal jetzt mal ganz grob behaupten, wir gehen jetzt mal in den Keller. Nein! Nein! Da war sie, da war sie, da war sie, da war sie, da war sie. So. Sie ist hier. Sie ist hier. Sie ist da. Wo ist sie denn? Komm raus, du altes Weib. So. Ja, meine Freunde, das war erstmal der Part 4 hier von The Daylight. Nein! Ja, ich verkrümmel mich jetzt irgendwo in den Schrank. Und hoffe, dass sie uns in Frieden lässt. So, Freunde, ich begrüße euch dann in Part 5 wieder, wenn es heißt, kratzen wir ab. Oder suchen wir das Rätsel. Bis zum nächsten Mal. Danke.